Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Grounded im Early Access. Mein Name ist Petterdi und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ja, ich bin jetzt hier natürlich gleich in der Früh wieder rübergelaufen in die neue Base rüber, um von hier quasi aus zu starten. Auch wenn ich andauernd drüben in meiner alten Base starte, wenn ich lade. Aber das ist ja egal. Hauptsache, ich habe hier alles, was ich brauche. Hauptsache, ich kann hier mit euch zusammen dann starten. Sprich die Aufnahme starten. Und ja, in meinem letzten Video habe ich sehr, sehr viele Informationen erhalten in den Kommentaren. Dafür nochmal ein großes Dankeschön. Und zwar wurde mir gebeichtet oder zugesteckt als Info, um weitere Sachen zu craften, was die Wasserausrüstung angeht, also die Teichausrüstung, solle ich doch ein bisschen Seegras schnappen. Dafür brauche ich aber mein Messer. Das heißt, ich werde mir hier ein cooles Tauchermesser holen, was wir in der letzten Episode zusammen bastelt haben. Irgendwie halt. Genau, hier haben wir es. Ich habe nämlich hier auch dieses ganze Rosen, Seerosenwachs reinknallt, was ich auch aufgesammelt habe. Was ja auch zum neuen Biom gehört. Dementsprechend, man dachte, ich hau das einfach alles hier in eine Kiste zusammen, bla bla bla, hin und weiter. Hin oder her oder so, wie auch immer, keine Ahnung. Bin gerade aufgeregt, weil es heißt jetzt definitiv ab ins Wasser und ja, Seegras schnetzeln und sammeln. Ich habe meine gesamte Ausrüstung dabei, weil ich einfach inzwischen drauf pfeife, was diesen Savegame-Bug angeht. Natürlich habe ich mir einmal das gesamte Zeugs abgesichert. Aber ich nehme das jetzt auch alles einfach mit. Also wenn ich es verliere, dann verliere ich es. Habe eh noch eine Sicherung dafür. Und dadurch, dass ich eh jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte, immer wieder alles drinnen habe, ist das jetzt auch nicht so tragisch. Das, worauf ich achten muss, ist, da vorne war der Koi. Ich habe es genau gesehen. Ich brauche gar keine Wasserflöhe. Was ich nicht brauche, ist der Koi. Schnell, 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 irgendwo hin. Ah, so. Da unten ist er. Ich habe ihn genau gesehen. Da unten schwimmt er. Man sieht es ganz leicht. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem YouTube-Video seht, aber ich habe ihn gerade gesehen. Ja, ich muss mir so ein Seegras schnappen. Und da wurde mir gesagt, das ist das grüne Zeugs, was im Wasser wächst. Cool. Ich bin mir relativ sicher, da wächst viel Grünzeugs, aber wir probieren es einfach. Okay, die Kalbkappen sind eh cool, die tun mir nichts. Ich vermute mal, das hier wird dieses Seegras sein, oder? Hier ist einfach mal anzuschnappen. Nee. Nee. Dann wird es wahrscheinlich das Zeugs da hinten sein. Ah, oder dies vor mir. Kacke, ich brauche Sauerstoff. Ja, ich weiß. Oh no, da ist gerade eine Blase aufgestiegen. Das heißt, ich habe jetzt Pech, oder? Ja, ich habe Glück. Gut, dann schnappt man sich hier ein bisschen Seegras. Mal schauen, ob das uns irgendwas bringt. Was? Wo? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein! Ja, warum schleicht sich der auch so hinterhältig an? Jetzt bin ich hier gespawnt, das ist aber gar nicht cool. Ich hab doch mein neues Bett. Achso, ja. Safe den Bug. Gut, das heißt, ich muss jetzt am besten irgendwie dorthin. Das ist ja das einzig Positive, meiner Meinung nach, dass der Rucksack sofort aufsteigt und somit an der Wasseroberfläche herumschwimmt. Was es einem natürlich extrem leicht macht, das Zeugs zu bekommen. Andererseits, wenn man wiederum in so einer Höhle irgendwie unterwegs ist, dann wird es, glaube ich, ein bisschen... Oh shit. Dann wird es, glaube ich, ein bisschen knapp und eng. Mann, ich komme da nicht mal hoch. Dann wird es ein bisschen eng, das ganze Zeugs wieder zurückzubekommen. Denn man darf nicht vergessen, das Ding, der Rucksack steigt zwar auf, ja, schön und gut, cool, ole ole. Aber wenn ich in einer Höhle bin, dann pickt er irgendwo an der Decke von der Höhle. Okay, das ist jetzt eine Kaulquappe. Wo ist denn der Koi? Einmal schnell umschauen. Okay, er ist nicht da. Wo ist meine Markierung? Wo ist mein Rucksack? Rucksack. Schnell wieder rauf. Also, okay. Kurzer Check. Alles in Sicherheit. Passt. Alles nehmen. Und abtauchen. Ok.
Okay, ich brauche auf jeden Fall so eine Blume, die was... Ah, da an der Wand sind... Ist ja auch so viel Seegras. Okay, das werden wir gleich nutzen. Ich werde mich da jetzt wieder einparken und warten, bis Sauerstoff kommt. Indessen gucken, wo der Koi ist. Ich sehe ihn nicht. Das heißt, er wird wahrscheinlich weit weg sein. Und dann schnappt man sich gleich da das ganze Seegras-Zeugs. Echt, fällt das jetzt runter oder habe ich das eingesteckt? Nein, ich habe sie eingesteckt, okay. Das ist ja cool, das funktioniert wirklich super gut. So, die Pflanze möchte ich jetzt auch noch. Oh no, ich schwimme lieber rauf. Das wird knapp. Das wird knapp. Das wird ganz knapp. Oh no. Rettende Blase, ich bin tot. Egal, der Rucksack steigt wieder nach oben. Warum spawn ich ihn jetzt schon wieder da? Ich krieg Krise. Ja, da jetzt, für solche Aktionen sollte ich mal wahrscheinlich auch, wenn es das Speichern selbst nichts bringt, aber für solche Aktionen sollte ich mal den Respawn-Punkt vielleicht doch hier setzen, bei meiner Base. Das machen wir gleich einmal. Denn wer weiß, was dann noch passiert, wenn ich mal versuche, meinen Rucksack zu holen. Ja. Aber ich habe jetzt eine Menge Seegras. Das ist schon mal cool. Benutzen, als Spawnpunkt festlegen. Ja, habe ich schon tausende Male gemacht. Das hat nie was gebracht. Egal. Türe auf und... Yay! Alter Schwede, ich habe so ein Glück... Oh, was geht denn los? Ich habe so ein Glück, dass ich meine Base da herbaut habe. Und die da wirklich gleich so ein Seerosenblatt hingelegt haben, dass ich quasi von meiner Base die Stiegen runter aufs Trockene hüpfen kann. Finde ich echt gut. Habe ich echt... richtig Masen gehabt, wie man so schon sagt, oder einfach Glück. Gib mir das Zeug, danke. Komme ich darauf? Ja, okay. Mein Messer ist schon wieder fast kaputt, das taugt man gar nicht. Aber wir haben hier 6-mal Seegrasfasern. Und irgendwas haben wir auch erlernt. Was war denn das? Werkzeug? Nee, kenne ich schon alles. Nützliches? Schwimmende Markierung. Okay. Interessant. Schleimpilzstängel. Seidenseile. Kiesel, Seegrasfasern und Sprösslinge. Finde ich ja geil. Sonst noch irgendwas? Nee. Okay, das heißt, ich muss das Zeug jetzt wahrscheinlich analysieren gehen. Und das werden wir auch gleich zusammen machen. Damit wir wissen, was es da aus diesem Seegras zum Rausholen gibt. Ich nehme aber sicherheitshalber wieder meinen Hammer in die Hand. Den ich nicht in meiner Schnellleiste habe. Ich depp. Hammer, wo bist du? Da bist du. Ich hätte vielleicht die Axt austauschen sollen, fürs Messer, aber, ja. Gut, Daumen drücken, dass keine Spinne da ist. Und dann gehen wir das Seegras analysieren. In der Hoffnung, dass wir da wirklich was Cooles jetzt lernen. Und auch was Nützliches. Also, ich würde mich freuen über eine bessere Unterwasserwaffe oder eben zumindest ein Atemgerät. Oder eine Taucherglocke, Maske, was auch immer. Einfach nützliches Zeugs halt. So, analysieren. Kiemenrohr. Schleimlaterne kenne ich schon. Okay, Kiemenrohr. Das ist ja mal cool. Toll. Es ist wahrscheinlich so ein Atemgerät irgendwie, dass man ein bisschen länger Luft anhalten kann oder ein bisschen mehr Sauerstoff unter Wasser hat. Das werden wir sich natürlich auch gleich anschauen. Ja gut. Und werden das Ding auch gleich bauen, weil warum nicht? Ich kann sie auch gleich benutzen dann. Was halt wichtig ist, ich darf nicht vergessen, vorm Beenden oder vorm Abspeichern und pennen gehen, ingame natürlich, muss ich das Zeugs wieder raus aus meinem Inventar geben. Weil sonst ist weg und ich habe es umsonst gebaut und muss mir wieder neue Ressourcen organisieren. Aber wir können ja jetzt einmal schauen, was wir überhaupt für dieses Atemrohr-Zeugsdingens brauchen. Boah, kann ich das im Inventar bauen? Ich sehe es nicht einmal irgendwo aufleuchtend als neues Zeugs. Ist das bei Rüstungen? Ja, Kiemenrohr, da haben wir es. Aber wir brauchen Seewachs und 2-mal Seidenseil. Das kriegen wir hin. Kein Problem. Falsch. Hier, ja. 1, 2. Und Seidenseil.
Spinnenzeugs. Hier, genau. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich da brauche. Ich kann es bauen. Sehr schön. Okay. Was ist da noch? Werkzeug? Ist ja nichts Neues. Warum hast du mir was Neues angezeigt? Aufs Spiel. Egal. Ich habe mein Kiemenrohr und jetzt ist die Frage, ist das so etwas, was man... Ah ja. Ich habe mir es fast gedacht. Sprich, das Ding funktioniert statt dem Helm. Aber das macht nichts, denn wir haben trotzdem die Möglichkeit, dass wir uns da jetzt da etwas länger unter Wasser aufhalten, was ja schon mal sensationell cool ist. Und das will ich jetzt natürlich gleich testen. Wenn ich da eine 80 Sekunden. Okay, okay, alter Schwede, da geht schon mal die Luzi ab. 80 Sekunden ist halt echt schon eine Menge. Das heißt, das nächste auf der To-Do-Liste ist dann auf jeden Fall so eine, diese Flossen. Und dafür muss ich mir aber diese Flussflöhe, Krebse, Zeugsdingens holen. Und das werde ich, glaube ich, jetzt gleich mit euch noch machen, solange ich noch Zeit habe. Der Koi steckt da gerade wieder bei den Ästen fest. Das könnte man sich vielleicht merken, um ihn unter Umständen mal anzugreifen. Wobei, alleine macht das wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn. Koi töten alleine. Das kann ich mal lustig vorstellen. Ich weiß ja, dass diese Wasserflöhe... schnell hüpft darauf. Diese Wasserflöhe irgendwo da drüben auf der rechten Seite sind. Wo ist denn dieser... Der ist da drüben, alter Schwede. Ist der Teich größer geworden oder bilde ich mir das gut mal ein? Okay, der dumme Koi muss natürlich genau dort drüben herumsitzen. Genau jetzt ist Mars Horizons ready zum Starten. Das ist natürlich auch was Cooles. Davon wird es dann wahrscheinlich auch demnächst ein Let's Play auf meinem Kanal geben. Kurze Eigenwerbung. Ich tauche dauernd rauf, Luft zu holen. Was eigentlich voll sinnbefreit ist, weil ich ja das coole Atemgerät habe. So, immer schön brav den Koi im Auge behalten. Weil das Ding ist halt schon... fett. Also man kann sagen, was man will. Das ist ein fetter Fisch. Kois sind ja in Wirklichkeit auch nicht gerade klein. Wenn man dann aber selbst auf der Größe einer Ameise ist, ist das Ding ja eigentlich ein Wal. So. Kann ich eigentlich mit dem Pfeil und Bogen hier unten arbeiten? Nee, kann ich nicht. Wie doof. Gut, dann nehmen wir das Messer wieder in die Hand. Ah, das Atemgerät ist geil. Da kann man richtig lang unter Wasser bleiben. Das sagt mir schon mal sehr zu. Da drüben sind die Geräte. Oh no, die sind genau beim Koi. Was fällt euch ein, ihr dummen Dinger? Wäre natürlich interessant, ob ich die von draußen mit Pfeil und Bogen abschießen kann. Bowfishing. Das wär's. Bei Assassin's Creed Valhalla funktioniert ja auch, also warum soll es bei Grounded nicht funktionieren? Gut, das heißt, wir machen sie ja jetzt mal kurz eine Runde rüber zu diesen Steinen, wo irgendwo der Koi in der Nähe rumschwimmt, was man gar nicht taugt. Und versuchen da diese... Wo sind sie denn? Da vorne ist einer. Zum Beispiel. Da kommt einer auf mich zu. Auf, auf, auf. Bogen in die Hand. Upf, da rauf, da. Sabalot. Wo bist du? Kann ich denn? Ich habe keine Munition mit. Warum habe ich keine Munition mit? Ich da. Oh no. Ist der Koi? Ich weiß nicht. Oh shit, die kleinen Dinge haben mich. Ja, sind mir wurscht. Mein Messer ist gleich im A. Lasst mich doch in Ruhe. Muss aufpassen, dass das nicht hinnig wird. Weil. Wobei, das hat ja nicht viel gekostet zum Herstellen. Das war ja jetzt nicht so unbedingt tragisch. Wenn das kaputt geht, kostet mich das nur ein bisschen Seerosenwachs. Was ich schlimmer finde, ist, dass ich jetzt meinen dummen Floh verloren habe. Weiß nicht mehr, wo der ist.
Oh no, oh no, oh no, 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 no. Bewegt er sich? Nein. Okay. Verdammt. Das Teil. Muss ich schauen, wo dieser dumme Floh ist. Da ist ein Holz. Schade. Okay, cool. Ja. Da unten sind auch jetzt welche. Okay, dann versuchen wir sich die noch irgendwie zum Holen. Habe ich was da zum Essen? Ja, sicher. Ich habe dieses komische Wasserfloh-Zeugs-Dings da. Hau rein, Kleiner. Na bitte, hat sich ja gleich ausgezahlt, dass ich die Viecher da erlegt habe. Jetzt heißt es aber rüberschwimmen und die Wasserflöhe fertig zu machen, weil ich möchte mir ja früher oder später auch irgendwann diese Zeugsdinger da, ne? Wie heißen es? Schwimmflossen? Oh shit, oh shit. Achso, da schwimmt die ganze Zeit einer hinter mir. Nein, schwimm schneller, da liegen Münzen. Schwimm nicht den Kreis. Oder schwimm weiter im Kreis, ja? Nimm alles zurück. Win. So. Weißt du, das dumme Viech, was auf mich losgeht? Weg. Okay, das ist schon mal gut. Kann ich sonst eigentlich noch irgendwas da aufheben oder so verwenden? Da ist noch einer. Komm zu mir, komm zu mir. Daneben. Bin so schlecht. Schneller, 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 schneller. Schwimm, kleiner Piet. Ey, du Wasserfloh, dreh um. Schwimm bitte nicht genau Richtung Koi. Dreh doch ein bisschen um, oder? Ja. Schwimm. Ja, von mir aus schwimm da in das Loch hinein. Die Kondition schon wieder ausgegangen. Gas. Komm. Schwimm schnell. Achso, ich brauche Luft. Hallo. War das der? Ich glaube, das war der, oder? Nee, es war ein anderer. Aber ich krieg dich. Komm her da. Yay. Pet schwimmt dann Wasserfloh hinterher. Hat nichts Besseres zum tun. Das sind ja urviele. Was geht da ab? Kommst du mir entgegen? Vielleicht habe ich bei dir mehr Chancen. Oh, nur mein Messer ist beschädigt. Ich krieg die Krise. Okay, Mission abort. Wir müssen aufhören. Wir brechen ab, weil ich habe keinen Bock, dass mein Messer jetzt eingeht. Wobei, krieg ich dich? Komm, schwimm schneller. Ich hab noch volles Leben. Ja, hast du noch, verdammt. Okay, dann heißt es jetzt ab nach Hause. Messer reparieren, beziehungsweise vielleicht auch ein zweites Messer bauen oder vergleichen, was macht mehr Damage, der Speer oder das Messer. Das wäre natürlich interessant zu wissen. Die große Frage stellt sich, jetzt komme ich von da auch. Yes. Wie geil ist denn das? Okay, ich feiere das gerade voll. Wo ist mein Quarzit? Nee. Hier? Ja, okay. Haben wir sich da mal zwei Stück rüber. Wir hauen dann auch wieder das ganze Wasserzeugs nicht in diese Kiste, weil da gehört es nicht rein, sondern in diese Kiste, genau. So, und sagen jetzt Messer reparieren. Was kostest du? Einmal Quarzit. Perfekt, dann nehmen wir ein Quarzit mit. Dann können wir nämlich noch im schlimmsten Falle einmal unter Wasser reparieren. Und diese Schwimmflossen, was kosten die? Ich glaube, da brauche ich vier solche, ja genau, viermal Ruderwanzenflosse. Gut, das heißt, ich muss noch zwei von diesen Viechern irgendwie erlegen. Ich probiere es jetzt noch einmal schnell, auch wenn es schon wieder spät ist und die Sonne fast untergeht und der Koi... Okay, der ist noch immer da drüben. Aber da ist ja einer. Ah, komm her. Schwimm schneller, Pete. Da schwimmt einer nach oben, den hole ich mal. Sind schon wieder urviele. Da geht's voll zu. Da ist auch einer. Da kommt mir entgegen. Was machst denn du da? Willst du Gras fressen? Moin, bist du süß. Warte ich jetzt aber.
Oh, steck fest. Oh Gott, da ist ein anderer. Der hat mich gerade ein bisschen erschreckt. So, Nummer 1. Kriege ich den auch noch? Das ist eine Wasserspinne. Soll ich es probieren? Ja klar, kack drauf. Oh shit, das überlebe ich nicht lang. Das überlebe ich gar nicht. Pete wurde von einer Taucherglockenspinne versenkt. Okay, okay. Okay, warum bin ich... Achso, jetzt bin ich da, wo ich hingehört brav. Okay, wir können notieren, Spinne ist gleich Taucherglockenspinne. Bedeutet, von der kriegen wir wahrscheinlich dann die bessere Schwimmausrüstung. Muss ich mir nur irgendwie meinen Rucksack holen. Weil immerhin sind da doch auch, ist da auch so eine Flosse drinnen. Also so eine Ruderdingsflosse von so einem Viech. Die brauche ich. Brauche ich unbedingt. Das Messer ist zweitrangig, ja. Aber. So, Kondition auftanken und ab ins Wasser. Ach, das schaut schon sehr geil aus unter Wasser. Mit diesen Lichtbrechungen, das haben die schon richtig gut hingekriegt. Da kann man sagen, was man will. Optisch schaut das Spiel einfach richtig cool aus, auch wenn es diesen Comic-Look hat, was jetzt nicht jedermanns Sache ist, das stimmt, ja, aber... Oh, falsch. Aber dennoch, ich finde, es ist einfach ein geiles Game. Wenn man jetzt von diesen kleinen, unbedeutenden Fehler und Bugs absieht. Bugs. Es ist echt ein gutes Spiel. Ich glaube, ich werde da jetzt noch ein bisschen Seegras mitnehmen, wenn ich schon da bin. Nee, ich hole mal dich. Dann bist du meine Nummer 4. Schwimmen, Pete. Hey, ja, noch besser. Lass mal meine Kondi einmal auftanken. Nehmen das Messer in die Hand. Hab's aus der Hand geben. Und jetzt mit voller Kraft hinterher zischen und hoffen. Ich habe ihn nicht erwischt. Okay, wo biegst du hin? Schwimmen, Pete. Schwimmen. Abkürzung. Oh no. Er hat mich ausgetrickst. Ich habe ihn festgesetzt. Jawohl. Jetzt habe ich zwei von diesen Ruderflossendinger. Das bedeutet, ich könnte mir eigentlich schon die Schwimmflossen bauen und wäre damit dann auf jeden Fall schneller unterwegs. Wie viel schneller ist natürlich eine andere Frage. Das weiß man jetzt leider Gottes noch nicht, glaube ich. Schwimm doch nach unten. Oh, Epto. Aber ich hoffe mal, dass es auf jeden Fall schneller ist als ohne Flossen, weil sonst wird das ganze Flossengedingstue da ja überhaupt keinen Sinn ergeben. Also gehe ich mal davon aus, dass die auch was können. Und in Kombination mit dem ersten Atemgerät da, also mit diesem Atemrohr, was ich da jetzt habe, vermute ich einmal, dass das auch reichen sollte dann, dass ich mich Richtung Labor aufmache. Denn, so wie ich vermutet habe, dort unten bei diesem T-Rex, falsches Blatt erwischt. Dort unten bei dem T-Rex soll angeblich auch das Labor sein, wurde mir ebenfalls auch schon informativ zugespielt. Und ja, das freue ich mich dann schon. Jetzt werde ich mich aber an der Stelle jetzt wieder langsam von euch verabschieden, denn ich werde jetzt nur mal das ganze Zeugs irgendwo reinräumen. Darunter natürlich auch die zwei neuen Sachen. Als auch diesen einen Stein, also dieses eine Quarzit, weil das will ich auch nicht verlieren. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es heißt, an die Flossen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.